stehen hier in der Kapelle der Katholischen Akademie und des Robert-Schumann-Hauses. Sie steht unter dem Schutz des heiligen Josef. Das zeigt schon an, das Haus ist 1930, also zu einer Zeit, wo der heilige Josef besonders verehrt wurde, eingeweiht. Und zwar als Priesterseminar, als eines der drei Häuser des bischöflichen Priesterseminars hier in Trier. Seit dem 1. März 1969 ist die Katholische Akademie hier im Haus beheimatet. Die inhaltlichen Schwerpunkte ergeben sich aus den beiden Säulen meiner Arbeit. Die eine Säule ist das Thema Medien, die zweite Säule ist das Thema junge Erwachsene und darunter subsumieren sich alle Formen der politischen Bildung. Dort werden also auch Fragen aus Politik, Gesellschaft, also das, was unter den Nägeln brennt, aufgegriffen. Ja, ich bin hier an der Katholischen Akademie Trier für den Bereich Theologie, Ethik und Ökologie zuständig. Ich würde Akademie schon verstehen als ein Forum des Bistums, ein offenes Forum des Dialogs und der Begegnung und der Orientierung. Und da, denke ich, haben wir eine besondere Aufgabe, weil es nur eine Akademie im Bistum Trier gibt. Im Namen der Katholischen Akademie Trier darf ich Sie alle heute Abend herzlich zur Eröffnung des neuen Akademiejahres 2007-2008 begrüßen. Lassen Sie mich eine ganz herzliche Dankadresse an all diejenigen sagen, die solches hier und das, was das Jahr über hier in der Akademie geschieht, ermöglichen. Die Themenfindung ist natürlich ganz unterschiedlich. Zum einen ergeben sich Themen durch Kooperationspartner, mit denen man länger schon zusammengearbeitet hat, dass man gemeinsam überlegt, wie könnte man im nächsten Jahr eine Tagung konzipieren, zu welchem Thema. Und was halt auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, greifen wir natürlich auch in unseren Tagungen auf. Also meine große Sorge, ich sage es mal so, und vielleicht wird das ein Thema, ist, wie sehr haben die Menschen bei den vielfältigsten Themen, die so im Schwange sind, den nötigen Selbststand, zu einem Urteil zu kommen. Beispielsweise, wenn es um das große Thema Klimawandel geht. Wie kann der Einzelne zu einem Urteil kommen, das für sein Handeln wichtig ist, ohne dass es moralisierend immer ihm wieder abgefordert wird? Dann das große Thema, wie verändert sich Kirche von der Volkskirche nach dem Zweiten Weltkrieg hin zu einer Kirche der kleinen Gemeinschaften, die aber präsent sein sollen in der großen Fläche unserer Bistümer. Das wird eine große Herausforderung sein. Es gibt eine Lieblingsveranstaltung, auf die ich nicht mehr verzichten möchte. Das ist die Internationale Jugendmedienwoche. Hier treffen sich Jugendliche aus Europa zum Texten, Filmen, zum Recherchieren, zur Medienarbeit. Ausgeht, dass die Akademie auch schauen muss, ihren jungen Nachwuchs zu fördern, eben junge Erwachsene zu fördern, dann ist das eine wichtige und, wie ich meine, auch gute Querschnittsaufgabe für die Akademie. Die Akademie ist für uns eigentlich ein hervorragender Tagungsort. Egal, ob wir mit Schülern da sind oder ob wir innerhalb der Lehrerschaft oder mit anderen Gruppen herkommen, es stimmt. Der Raum hier ist faszinierend, die Lichtverhältnisse können einen begeistern. Man kann schnell ins Grüne herausgehen, man kann sich auch kurz zwischendrin erholen und dann kann man wieder gut geistig weiterarbeiten. Das ist einfach eine feine Voraussetzung. Die Aufgabe der Akademie in der Diözese Trier ist der Ort der Begegnung, dass also alle Gruppen, die es in unserem Bistum gibt, die Möglichkeit haben, hier im Robert-Schumann-Haus sich zu begegnen.